Du siehst in diesem Video, wie du deine Vodafone EasyBox 804 oder 904 auf die Werkseinstellungen zurücksetzt. Danach musst du die EasyBox mit dem Modem-Installationscode, kurz MIC, neu einrichten. Den hast du nach Vertragsabschluss mit deinem Willkommensbrief per Post oder E-Mail bekommen. Notier dir vor dem Zurücksetzen deiner EasyBox den WLAN-Namen, SSID und das dazugehörige Passwort. Oder speicher die gesamte Konfiguration auf deinem Computer. Wie du die Einstellungen sichern und wiederherstellen kannst, siehst du in einem anderen Video. In unserem Beispiel nutzen wir die EasyBox 804. Die Benutzeroberfläche der EasyBox 904 sieht etwas anders aus. Die Schritte sind aber gleich. Du hast zwei Möglichkeiten, deine EasyBox zurückzusetzen. Auf der Rückseite der EasyBox ist neben dem Poweranschluss ein kleiner Reset-Knopf. Drück ihn mit einem spitzen Gegenstand für ca. 3 Sekunden so weit hinein, bis du einen Widerstand merkst. Jetzt dauert es bis zu 3 Minuten, bis die EasyBox auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt ist. Öffne alternativ mit deinem Browser die Seite easy.box. Meld dich mit deinem Kennwort an. Das hast du bei der Einrichtung selbst festgelegt. Wähl oben den Menüpunkt Einstellungen und dann links Konfiguration. Klick hier auf Zurücksetzen. Nimm nach dem Zurücksetzen ein Netzwerkkabel und verbinde deine EasyBox mit deinem Computer. Oder nutz WLAN. Die Standard-Einwahldaten stehen hinten auf der EasyBox. Öffne dann wieder die Seite easy.box. Klick hier auf Aktivieren und Aktivierung starten. Die DSL-Leitung wird jetzt geprüft. Gib danach den MIC ein und klick auf Weiter. War die Aktivierung erfolgreich? Dann klick auf Weiter und leg ein Kennwort für die Benutzeroberfläche fest. Das aktuelle Kennwort findest du auf der Rückseite der EasyBox. Klick auf Weiter und zum Schluss auf OK. Dein Anschluss ist fertig eingerichtet. Jetzt kannst du den alten WLAN-Namen und das Passwort einrichten. So verbinden sich deine Geräte wieder automatisch mit der EasyBox. Weiter viel Spaß! Together we can! Vodafone.